Einen schönen guten, meine Henne-Freunde und Agrarwissenschaftler. Heute gucken wir mal rein. Es gibt einen besonderen Trick, haben wir bei uns in der Telegram-Gruppe. Der liebe Magnesium hatte das gepostet gehabt. Er selber hat es nur gesehen gehabt. Aber ich habe profitiert von diesem Trick und den werde ich natürlich euch nicht verheimlichen. Werden wir gleich mal reinschauen. Und dann gucken wir natürlich nach der Maggie. Maggie hat heute Geburtstagskram, also der Verkaufsstand, der LKW und das Haus. Und wir kaufen das, schauen und gucken, wie es aussieht. Und ja, dann gucken wir nochmal rein ins Derby, weil ja, es wurde gelöscht bei uns. Alter Schwede. Und wir gucken mal rein, wie es so gelaufen ist. Ja, genug gequatscht. Wir sehen uns wie immer nach dem Intro. So, und wir machen zu gutem Anfang erstmal Drehrad. Gucken, wie viel Glück wir heute haben. Und eine Schubkarte, okay. Okay, und was gibt's noch Schönes? Was gibt's noch Schönes? Saft. Wobei es gibt ja, ja gut, dieser Trampelfahrt hier mit Dias. Okay, so, wir holen. Ah, können wir nicht. Wollte ich letztes Mal schon im Live machen. Guck mal hier, Deko. Komm, wir holen mal Deko. Wir sind mal ganz gierig. So, hier haben wir die Kinokarte. Plonk. Und habe ich letztes Mal vergessen. Ihr denkt dran, beim Greg gibt es noch Kalender. 9 Stück insgesamt. Heute war Nummer 3. Poste das immer, die Bilder und je nachdem, was es gibt, täglich auf YouTube. So, nee, hier wollen wir nichts verschieben. So, da kommt Willi von der Post und Neuwagen, ist nicht dein Ernst, ne? Das ist nicht dein Ernst. Komm her, dafür darf er nochmal gehen. Hier, 10 Dias kann er holen. Wir gehen kurz mal rüber. Ich zeige das mal kurz an. Aber ich glaube, die meisten wissen das schon. Haben wir denn jetzt schon mal hier? Ich tue mich ein bisschen schwierig beim Suchen hier. Da zum Beispiel haben wir schon mal ein Paketchen. Machen wir 8, also 9 insgesamt. Wir werden natürlich am Ende alles nochmal von 1 bis 8, bis 9 aufmachen. Hier haben wir schon mal die ganz komplette, was zu gewinnen gibt. Diesen Geburtstagszug habe ich auch schon fertig. Und jetzt nochmal zu diesem Trick. Und zwar, wenn ihr zum Schluss seid, wenn ihr wirklich dann 9.300 oder drüber in meinem Fall seid und fertig sind, dann kommen Ziegen von unten nach oben, Ziegen am Luftballon. Und wenn die kommen, müsst ihr einen schnellen Finger haben. Wenn ihr da draufklickt, gibt es Münzen und Diamanten. Also ich habe 7 Diamanten, glaube ich, habe ich rausgekriegt. Und Geld weiß ich jetzt nicht, war auch dabei. Aber jedenfalls 7 Diamanten habe ich rausgeholt. Also guckt euch das nicht an. Zack, 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 zack. Mit dem Finger drauf, gebt Diamanten. Das war der kleine Trick gewesen. Wusste ich auch nicht. Der liebe Magnesium hat gesagt, er hat schön, hat das nachgeguckt, wie das nach oben floss und hat erst hinterher erst gemerkt, dass es da Diamanten gab. Wusste ich auch noch nicht, aber ich gebe natürlich diesen Trick und Tipp für euch weiter. So, da kommt Willi, wird ja auch Zeit. Und wir gucken gleich natürlich bei der Maggie rein. Gibt ja heute schönes Haus. Ah, ich mag natürlich hier dieses Gruselzeug, aber zum Geburtstag gruseln wir uns mal nicht. Was gibt's hier? Backsteine, Alter. Kann ich alles gebrauchen. Also das ist ja... Oh, so sieht's aus. Recht lustig. Recht lustig. Ja, wahrscheinlich gibt's wieder nächstes Jahr zu kaufen. Aber auch wahrscheinlich auch wieder mit Diamanten. Wir kaufen das und kaufen und werden auf Diamanten wieder los. Oh, jawohl, da ist er fertig. Okay. So sieht's dann aus. Schön, schön. Kann man doch machen, oder? Kann man doch machen. So, und dann holen wir uns das nächste von der Maggie. Auch 15 Diamanten hierfür. Scheine und Geld dafür. Sieht auch ganz lustig aus. Aber das haben wir ja schon alles gesehen. Kaufen wir uns natürlich. Pump, gleich fertig. Lassen wir noch mal so eine Woche stehen und dann düdeln wir das alles wieder um. So sieht's aus. Okay. Mit so einem Karnevalsding drauf. Sehr schön. Sehr schön. So, und dann fehlt zum guten Schluss noch der Verkaufsstand. 25 Diamanten fürs Dach.
für die Umrandung Geld und Lappen für hier diese, den Weg hier. So, kaufen und kaufen. Bam, bam, bam. Und wir gucken uns das an, wie es fertig ist. Okay. So, ja. Hier sind Weintrauben drin. Ich habe eine Weintraumaufgabe, allerdings die zweite. Jetzt warte ich noch knapp 2 Stunden. Dann sind wir durch mit Derby. Nee, nicht ganz. Ich muss noch eine Aufgabe machen. So, wir gucken rein ins Sammelbuch. Hier ist einmal voll. Und nochmal. Und hier ist einmal voll. Gehen wir einmal durch. Da ist einmal voll. LKW war ja auch. Da ist voll. Ja, nur das war so ein bisschen. Ja, ich mach das eigentlich nur für euch, just for fun, wie gesagt. Damit ihr seht, wie das aussieht, was wir dafür verballern hier. Nutzen bringt das nicht, ist eigentlich nur schönes Aussehen. Wir kriegen keine Diamanten extra. Guck mal, hier haben wir die Seite voll. Bringt alles nichts. Bringt wirklich alles nichts, wenn ihr hier ein Sammelbuch voll macht. Bringt die Seiten nichts. So, haben wir noch was vergessen? Nö. Das war's. Das war's. Okay, sehr schön. Nein, im Designerbuch ist das nicht drin. Gucken wir mal rein. Hier haben wir nichts von. Da fehlt uns auch nur ein bisschen was. Hier sind wir auch schon so gut wie durch. Auch nicht mehr viel. Aber es will einfach nicht kommen. Es will einfach nicht kommen. So, dann gucken wir rein ins Derby. Erst gucken wir mal rein hier, wie weit wir sind. Ja, alle fertig. Außer ich. Ja, ich habe mich gestern Abend nochmal die letzte Traubenaufgabe zu machen, weil wir müssen 3-mal Trauben. Ich habe schon einmal gemacht, einmal hat sie Jon gemacht und jetzt habe ich mich erbarmt. Ich habe gesagt, mach fertig. Und ein Zug, die Stadt ist sowieso bei mir vorbereitet, wenn ich das fertig habe. Yvonne, unsere Lösch-Queen, hat mir einen Zug übrig gelassen, da oben, genau. Ach, hier ist nochmal die 320er. Jetzt kommt sie. Wir haben 2 niedrige gehabt. Weil wir haben hier unten die Reihe und dann ist voll. Dann haben wir 3-fach Bingo und wir sind noch in der glücklichen Lage. Wir haben noch Gold. Und ich denke mal, wenn der Heyday-Gold mitspielt, bekommen wir auch Gold. Wie gesagt, 2 Stunden brauche ich allerdings und dann die Stadtaufgabe ist ruckzuck fertig. So, das soweit dazu zum heutigen Video. Ich bedanke mich nochmal. Im Live kam eine Spende, habe ich leider nicht mitgekriegt. Ich muss da nochmal was an der Einstellung reinmachen. Es wurde angezeigt. Meine Frau hat mir einen Zettel reingebracht, aber ich selber habe es nicht mitbekommen. Da muss ich nochmal an der Audioeinstellung, damit hier auch was ertönt. Und ja, dafür bedanke ich mich nochmal nachträglich für die Spende an den lieben Jörg. Das wollte ich da noch zu mal sagen. Der hatte gespendet in den Live. Ansonsten rege Zuschauerbeteiligung im Live gewesen. Ich weiß, ihr wollt immer live sehen. Passt immer zeitlich halt nicht bei mir so. Und ja, gewisse Vorbereitung brauche ich dafür auch. Und deswegen ist das ein bisschen seltener. Aber versprochen, ich bringe auf jeden Fall noch irgendwann wieder live. Wann kann ich natürlich nicht versprechen, aber es ist ja nicht aus der Welt. So, das zum heutigen Thema. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ja, viel Glück da draußen. Schönes Leben, wie immer. Euer Onkel Jens.